Also eines, was ich überhaupt nicht mag, sind leere Versprechungen. Och, das geht mich so an. Und es ist mir schon so oft passiert, dass so gute Verkäufer mir irgendwie Sand in der Wüste verkauft haben. Ja, so wirklich, dieses bla 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 und nichts dahinter. Heiße Luft und nichts dahinter. Die verkaufen dir dann ein Coaching, ne? Und kaufst du das und denkst dann, boah, hey, endlich, ja, koste ich 1.000 Euro oder weiß nicht was. Ja, und dann kommst du drauf, dass das 5 Videos sind. 5 Videos, die kannst du jetzt anschauen, da kannst du jetzt alles rausziehen, dass die aber komplett allgemein gehalten sind. Das ist zwar vielleicht wahr, was da drinnen ist, ja, aber dass du bist ja ein Individuum, dass du persönlich und individuell begleitet werden möchtest. Weil das, was in diesem Video drinnen ist, zwar irgendwie einleuchtet, aber du überhaupt nicht weißt, wie du in die Umsetzung kommst. Du weißt nicht, wie das, was du jetzt vielleicht, wenn es gut geht, verstanden hast, umsetzen kannst. Ja? Ja. Das ist das Coaching. Und dann sitzt du im Grunde genommen wieder da. Der Unterschied ist, dass du noch frustrierter bist wie vorher. So ist es mir gegangen. Oh Gott, ich habe vor 3 Jahren einfach gespürt, nächstes Level steht an. Und bei mir war wirklich meine Expertise als Coach war super. Ich war schon sehr, sehr erfolgreich. Also meine Kunden und Klienten, die haben tolle Resultate gehabt, egal ob das im 1:1 Coaching war oder in Workshops oder online. Ja. Ich habe einfach gemerkt, mein Next Level ist wirklich so diese technischen Hürden, die ich gehabt habe. Dieses Ganze auf Facebook und ach Gott, ich weiß schon gar nicht, was es alles ist, in meinem Gehirn hat das alles gar nicht Platz. Ich kann es nicht und ich will es auch nicht können. Für das bin ich ja gar nicht auf der Welt. Ja? So, jetzt habe ich mir also vor 3 Jahren immer wieder Videokurse gekauft und so weiter. Es hat mich fast verrückt gemacht. Und das hat einfach gemacht, dass ich so verzweifelt war, weil ich diese Hilfe, die ich gebraucht hätte, die mir zwar versprochen wurde, aber die ich nicht bekommen habe. Und ich habe wirklich auch hochpreisige Coachings gekauft. Hochpreisigst. Und da wurde mir auch versprochen, das und das und das und nicht einmal da drinnen war es. Also es hat mich so frustriert, es hat wirklich fast gemacht, dass ich einfach das Ganze hingeschmissen hätte. Und das ist schon etwas, was ich beobachte auf dem Markt, dass einfach, ja, es ist eh gut, wenn man verkaufen kann. Ja, das ist super, man kann das auch lernen. Ich kann auch verkaufen, ja, natürlich. Aber eins, was einfach für mich ganz essentiell ist, ist der Kunde und der Klient, dass der auch wirklich das bekommt, was ihm verkauft wird. Und das ist meiner Meinung nach ganz oft nicht der Fall. Da wird irgendwie ein Promise rausgegeben. Ja, also ey, wenn du das und das machst, dann ist dir das und das möglich. Und das stimmt natürlich, dass man als Coach nicht verantwortlich ist für das Resultat. Aber ich bin verantwortlich für den Prozess. Also ich bin verantwortlich dafür, dass ich dem Kunden und Klienten das in die Hand gebe, damit er die Resultate und Ziele erreicht. Und bei ganz vielen ist es halt einfach so, dass es heißt, ja gut, wenn du da jetzt irgendwie bist halt zu wenig committed oder du hast zu wenig bezahlt oder ja, dann musst du halt noch was kaufen oder keine Ahnung. Also das finde ich sehr, sehr irritierend. Und ich verstehe auch, warum ganz viele Kunden und Klienten sauer sind, frustriert sind und auch Werbungen, die dahin gehen, in Coaching und keine Ahnung, und da ein Package und dort irgendwas, dass ganz viele da einfach sagen, hey, lasst mich einfach in Ruhe. Weil wie soll denn der Kunde und der Klient wissen, ob das, was da jetzt verkauft wird, tatsächlich das hält, was es verspricht, oder ob das wieder einmal mehr etwas ist, was einfach schön ausschaut, gut verpackt ist, aber im Grunde genommen dahinter eben nicht das ist, was der Kunde oder der Klient sich wirklich erwartet. Und das finde ich bedenklich, weil ich ja selber auch, also ich war auch an dem Punkt, wo ich
echtes Vertrauen verloren habe und ich irgendwie auch für mich gedacht habe, hey, es gibt irgendwie keinen Coach mehr, da draußen gibt es nichts mehr, was mir hilft. Und das hat mich echt total frustriert. Und was ich gemerkt habe, was es am Ende ist, also das, was ganz, ganz oft fehlt, ist wieder wirklich dieses Individuelle. Also es wird so eine Problematik, wird irgendwie, also ein Problem von einem Kunden wird genommen, daraus wird jetzt irgendwie ein Videokurs gemacht und das ist natürlich allgemein gehalten und du lernst halt über dieses Problem, lernst du alles, was du irgendwie wissen musst. So, wenn du jetzt aber, du bist ja ein Individuum, du bist ein Mensch, ja, also du bist vielleicht nicht wie der Herr Müller, sondern du bist halt die Frau Meier. Ja? Und das, was in diesem Video ist, passt zwar irgendwie, aber doch auch nicht ganz. Und darum ist für mich diese individuelle Betreuung so wichtig. Und da mache ich den Unterschied. Das heißt, in den Workshops, die ich mache, ist immer auch dieses Individuelle dabei. Wo du selber für dich das bekommst, was im Allgemeinen, wo einfach das Allgemeine nicht reicht. Und das finde ich so der Game Changer. Und das finde ich etwas, was, also bin ich ganz, ganz fest überzeugt davon, dass das nachhaltig ist. Dass wenn du auch als Coach etwas verkaufst, wo du dein Versprechen nicht einhältst und den Klienten dann irgendwie, man sagt immer auch so, verbrannte Erde zurücklässt, das ist nicht gut für dein Business. Und das ist auch nicht gut für den Coaching-Markt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass hier die Spreu vom Weizen getrennt werden wird. Und für mich ist es wirklich wichtig, dass du weißt, wenn du bei mir einen Workshop buchst, dann hast du wirklich Veränderungen. Also meine Kunden und Klienten, die haben wirklich Resultate. Das ist so. Das ist auch, warum ich unglaublich viele Testimonials und Feedbacks, unglaublich berührende Geschichten von meinen Kunden und Klienten erfahre und die mir das schicken, Videos und Nachrichten. Weil ich, und da habe ich mir überlegt, was ist denn der große Unterschied? Also ich gehe wirklich, also erstens mal die Methoden, die funktionieren. Und zweitens ist es diese Individualität, wo ich wirklich gewährleisten kann, dass du mit deinem Thema tatsächlich einen großen Schritt weiterkommst. Und hier mache ich den Unterschied. Und hier möchte ich dir den Game Changer Event in Wien echt ans Herz legen. Der ist von 15. bis 17.11. Das sind 3 Tage, wo du wirklich ganz, ganz viele Methoden an die Hand kriegst, die du auch zu Hause anwenden kannst, für dich, wirklich für dich angepasst, ja, und wo du schon in Wien, schon bei diesem Event dein Leben wirklich verändern kannst und es eben, weil diese Tools so kraftvoll sind, es eben zu Hause auch für dich umsetzen kannst. Das bleibt dann nicht bei diesem tollen Gefühl, was du beim Game Changer Event selber hast, sondern du kannst es zu Hause umsetzen. Und ich finde, das ist der Game Changer. Dass du das eben so rüber transformierst. Ja? Nicht nur dort, wo du warst, sondern dass du dir das wirklich zu Hause auch möglich ist. Der Game Changer Event in Wien, 15. bis 17.11. ist für Menschen, die wirklich was verändern wollen. Und das ist jetzt keine heiße Luft, das ist nicht einfach so dahergeredet, das ist wirklich etwas, was Hand und Fuß hat. Ich kann das, ich weiß, wie das geht, ich habe hunderte, tausende Menschen begleitet und das erfolgreich. Und die sind heute gesund und sind glücklich und erfolgreich. Klick jetzt auf den Link hier unten, schau dir das an und komm zum Game Changer in Wien, weil dort kriegst du die wirklich wirksamen Schlüssel, die du brauchst, um in deinem Leben wirklich etwas zu verändern. Klick jetzt auf den Link.